Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Dienstags-Do-It-Yourself-Video. Mein Name ist Karin von Stempelpünktchen und heute zeige ich euch, wie man diese kleine Schachtel, die mit der Anhängerstanze gemacht ist und mit dem neuen Designerpapier aus dem Mini-Katalog, den es ab Jänner gibt, nachbastelt. So, fangen wir gleich an. Als allererstes brauchen wir ein Stück blütenrosa Farbkarton mit den Maßen 7,7 x 7,7 cm. In der Mitte von dieser kleinen süßen Schachtel befindet sich jetzt übrigens ein kleines Schokokügelchen, ihr kennt das glaube ich alle, und das geht sich perfekt aus mit diesen Maßen. Das heißt, wie gesagt, der Farbkarton in Blütenrosa hat 7,7 x 7,7 cm und dieser wird jetzt rundherum gefalzt bei 2 cm. Aus diesem Farbkarton machen wir jetzt den Boden dieser kleinen Schachtel. Das heißt, das Stück Farbkarton falten wir jetzt entlang der Falzkanten und dann schneiden wir mit der Schere auf allen vier Seiten Laschen, Klebelaschen zurecht. Das heißt, man schneidet hier entlang dieser Falzlinie und dann auf beiden Seiten Dreiecke zurecht und dann dreht man das Ganze einmal und wiederholt das einmal rundherum. Okay, dann sind wir auch schon bereit, den Boden dieser Schachtel zusammenzukleben. Ich mache das mit Flüssigkleber, man kann das aber auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Aber ich mag den Flüssigkleber so gern, weil man das Ganze noch zurechtschieben kann. Das funktioniert leider bei doppelseitigem Klebeband nicht. Da muss man Acht geben, wo man es andrückt. Okay, die letzte Lasche. Und schon ist unser Schachtelboden zusammengeklebt und das Schokokügelchen kann auch schon rein. Für den nächsten Schritt verwenden wir das Designerpapier. Ich habe das jetzt schon ein bisschen vorbereitet. Wir brauchen 4 Stück Designerpapier mit den Maßen 3,7 x 7 cm. Ich zeige euch das Designerpapier jetzt noch kurz. Und zwar alle Versionen und Farben, die es hier gibt. Und zwar das Designerpapier heißt Frühling in Paris. Und das ist ein besonderes Designerpapier, weil es hier überall so silberglitzernde Akzente hat. Und ein Blatt habe ich euch noch vorenthalten. Es gibt hier also 6 verschiedene Blätter. Auf der einen Seite sehen die so aus und wenn man das dann einmal dreht, dann sind das hier die Rückseiten
Mir hat das total gut gefallen. Ich finde diese Farbkombination wunderschön und das vermittelt irgendwie schon Frühling für mich. Okay, gut, machen wir weiter. Wir brauchen jetzt das Falz- und Schneidbrett und Falzen. Ich habe es jetzt so ausgerichtet, dass die Schrift immer nach oben zeigt. Das heißt, an der Unterkante bei 2 cm. Und dann nehmen wir ein Lineal und einen Bleistift. Wie gesagt, das Ganze hat 3,7 cm und wir markieren uns jetzt mit dem Bleistift die Hälfte, also 1,85, also zwischen 1,8 und 1,9 cm, so einen kleinen Punkt. Und dann nehmen wir das Falzbeil und ziehen von der Falzlinie, die wir gerade gemacht haben, bei 2 cm von der Kante bis zum Punkt mit dem Lineal und dem Falzbein einfach eine Linie schön fest niederdrücken, damit ihr euch dann nachher leichter tut beim Falten. Und dasselbe nochmal von diesem Punkt zu der anderen Seite am anderen Ende der 2 cm Falzlinie. Gut, und dann könnt ihr das auch schon falten. Und zwar, das faltet ihr nach unten. Und diese beiden Kanten, etwas aufpassen hier. Am besten ihr hält hier fest, damit es da nicht einreißt. Bei der Falzlinie, faltet ihr nach oben zu. Selbiges hier, also hier festhalten und einmal falten. Dann kommt die Anhängerstanze ins Spiel. Hier gibt es ja mehrere verschiedene Stufen. Die mittlere verwenden wir hier. Die ist eben genau auf diese 3,7 cm ausgelegt. Wir legen das also hier so mittig ein. Dann können wir da noch mal schauen. Seht ihr hier zwischen den Kanten, das geht sich genau aus, dass die 3,7 cm hier anliegen und dann einfach einmal durchstanzen. Gut, dann ist das Stück Designerpapier auch schon bereit. Und ich habe das Ganze schon vorbereitet. Das braucht ihr eben viermal. Und dann dreht ihr das Designerpapier um und gebt wieder Kleber auf das 2 cm Stück und nehmt eure Grundschachtel und klebt es hier unten auf die Grundschachtel auf. Das könnt ihr jetzt bei allen vier Seiten wiederholen. Die Schachtel lässt sich, also wird so dann zusammengebunden und lässt sich dann, wenn man das Band wieder aufmacht, so öffnen. Und als Band habe ich verwendet auch aus dem neuen Katalog dieses blütenrosa Metallic Band, also Geschenkband mit Metallic-Kante. Und das Ganze verwendet ihr jetzt einfach so, indem ihr einmal hier durch und dann. Also es soll jeweils sozusagen von oben eingefädelt werden. Einmal bei den gegenüberliegenden Löchern und dann immer jeweils auf das linke von unten.
also hier durch diese Anhängerlöcher durch, dann könnt ihr das Ganze schön festziehen. Ein Knoten noch drauf und das Band auf beiden Seiten zurechtschneiden. Und last but not least habe ich schon vorbereitet die Dekoration, das Schildchen. Und zwar habe ich hier auch ein Stempelset aus dem neuen Katalog. Und zwar das Stempelset Ewige Blüten. Und da habe ich diese Blüte und das Danke hier verwendet. Diese Blüte habe ich in Blütenrosa vorgestempelt und das Danke mit Memento-Stempelkissen. Mit einem Memento-Stempelkissen. Und zwar habe ich das ausgestanzt dann auf dem weißen flüsterweißen Farbkarton mit der kleinsten runden Kreisstanze aus den Stanzenlagenweise Kreise und mit der kleinsten Wellenstanze aus demselben Stanzpaket habe ich blütenrosa Farbkarton noch ausgestanzt. Im letzten Schritt nehmen wir dann noch blütenrosa das Stempelkissen zur Hand und färben hier den Rand dieses Kreises noch ein. Einmal einfach durch das Stempelkissen durchdrehen. Kurz ein bisschen trocknen lassen, damit man die Farbe nicht verwischt. Und dann mit Kleber auf den Blütenrosa, auf diese gewellte Version des Kreises aufkleben und mit zwei kleinen Mini-Dimensionals schauen, wo Danke steht und am unteren Ende sozusagen diese beiden kleinen Dimensionals anbringen. Und auf einer Seite hier am unteren Rand der Box ankleben. Gut, so wird also diese kleine Schachtel mit der Anhängerstanze gemacht. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachbasteln und schaltet nächste Woche wieder ein zu meinem Dienstags-Do-It-Yourself-Video. Wie immer gibt es alle Detailmaße und die Produkte, die ich verwendet habe, nochmal zum Nachlesen auf meinem Blog www.stempel.at. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!